Hallo, willkommen zum zweiten Teil des Barcelona-Vlogs. Wir werden jetzt die nächsten 2 Tage miteinander verbringen. Wir sind gerade auf dem Weg zur Sagrada Familia und dann mal gucken, was wir in dieser Kirche so alles zu sehen haben. Wir gehen auch noch shoppen und wir gehen noch auf so einen coolen Berg und haben ganz viel Freizeit morgen und ich glaube, es wird richtig cool. Irgendwie bin ich kurzfristig von dieser Straße überwältigt worden. Da hinten ist einfach so ein riesiges Schloss, sonst was, wenn ihr das seht. Und da ist hier so eine ewig lange Straße. Auf der anderen Seite ist einfach die Sagrada Familia da hinten im Hintergrund. Und es ist einfach irgendwie voll cool hier, weil das so, weiß ich nicht, da sind so ganz viele Kulturen, prallen so, also aufeinander, so ganz viele, genau, und mag ich irgendwie total. Da ist so voll der coole, große, kleine Teich hinter uns und da sieht man so im Hintergrund die Sagrada Familia, irgendwo da, hinter den Bäumen, glaube ich. Und wir verbringen jetzt noch ein bisschen Zeit, ist voll schön hier, kann man ja auch mal machen, so ein bisschen genießen. Wisst ihr, was man isst, wenn man versucht zu sparen? Man isst nicht Spanisch, weil das isst man dann an den coolen Tagen, wenn man dann so richtig Fiesta und Spanisch machen will. Nein, man isst spanisches Baguette und Knäckebrot. Das ist sehr, sehr delikat, sehr gesund. Wir sind ja alle ganz healthy, healthy. Und dann, wenn es zur Sache geht, essen wir dann Tapas. Die habe ich gestern gegessen, die habt ihr gesehen. Und deswegen lasse ich mir jetzt immer mein Wasa-Knäckebrot schmecken. Mmh. Lecker! Und jetzt laufen wir gerade zum Olympiastadion. Gucken wir uns das nochmal an. Das ist jetzt ernsthaft? Ja. Okay, Jana hat gerade realisiert, dass wir jetzt zum Olympiastadion laufen. Das tun wir, um uns die Aussicht anzugucken, glaube ich. Und wir spielen gerade Fuck, Marry, Kill, oder wie es heißt. Mir fällt gerade auf, dass es mal, ich glaube, Zoella gespielt hat. Aber das war dann Fuck, Marry, Unsubscribe. Ja, ich kann so gut Englisch. Und dann sehen wir uns gleich die Aussicht an. Wuhu. Was seht ihr hinter mir? Erkennt ihr das? Als ich hier die ersten paar Tage war. Ich bin gerade hier, wo diese ganzen Wasserspiele waren. Mit dem riesigen Brunnen. Der ist nämlich da. Da. Und diesem riesigen Haus einfach. Was irgend so eine Kunstgalerie ist, wo tausende Treppen hochgehen, was hier so mega cool aussieht. Und jetzt gehen wir gleich was essen, eine Paella oder wie auch immer. Und hier sieht so ein bisschen aus wie so in Griechenland mit so Säulen, ne? Und da ist dieser Brunnen. Da ist alles so hoch und runter gesprungen. Sieht am Tag trotzdem mega cool aus, war nicht so cool wie als da diese ganzen Lichtspiele waren, aber trotzdem mega geil. Und wir suchen uns jetzt mal was zu futtern. Jana war gerade im Sephora da hinten. Wir sind gerade in so einem Einkaufszentrum. Läuft die coole Musik. Und wir treffen uns gleich mit den anderen, um was zu essen. Aber wir haben jetzt noch mal so ein bisschen was Zeit, um was zu shoppen. Auch wenn wir eigentlich erst morgen shoppen gehen wollten. Aber wir gucken uns hier mal um. Richtig cool, weil es hier halt so viele Läden gibt, die es in Deutschland und so nicht gibt. Oh, und da oben ist ein Mango mit 70% Rabatt. Ich glaube, wir gehen da mal kurz hin. Ist die Aussicht hier nicht einfach mal unglaublich? Guckt euch das einfach mal an. Wir sind hier gerade auf dem Dach von dem ganzen Ding und kann man einfach mal so ganz rum, und das ist einfach ein Pool, einfach mal so ganz rum gucken. Ne? Und wir suchen uns gerade jetzt hier ein Restaurant, weil wir unten jetzt keine Zeit mehr haben. Deswegen müssen wir leider in so einem Einkaufszentrum was essen. Aber ich hoffe, es ist auch okay, die Preise gehen eigentlich voll. Aber diese Aussicht, es ist einfach so schön, es ist so krass. Und da waren diese ganzen Wasserspiele, wenn ihr das sehen könnt, da. Und so lässt sich das doch eigentlich ganz gut essen. Die sehen auch gar nicht so schlecht aus, die Restaurants hier.
Wir haben dann jetzt was gefunden und waren da gerade essen. Ich blende euch gleich ein oder habe schon eingeblendet. Die Paella, was keine Paella war, sondern eher so ein Bauernreis. Aber das hat saugut geschmeckt. Also es war richtig lecker. Sah irgendwie wenig aus, aber es war ein sautiger Teller. Und dieses Tomatenbrot, ey. Ich könnte dafür sterben, so gut schmeckt das. Also war auf jeden Fall ganz gelungen und kein Reinfall. Trotz eines Einkaufszentrums bin ich sehr froh drüber. Wir haben Churros gefunden. Tada! Sie schmecken gar nicht so süß und sind auch nicht mit Schokolade. Aber richtig lecker. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ungesund ist. Doch ist es. Aber sau cool. Haben schon welche gegessen und die waren auch eigentlich voll günstig. Fand ich jetzt. Also. Und. Okay, ich glaube, ich auch noch die Schokolade. Oh ja, cool. Guckt euch diese Aussicht an. Und ich chill hier mit meiner Wassermelone. Wir sind hier gerade im Park Güell. Ist eigentlich richtig cool hier. Ich zeig's euch mal so. Sieht sehr tropisch aus. Man hat einfach so einen wunderschönen Blick aufs Meer und auf Barcelona. Und dann sieht man da dieses eine Hochhaus und die Boote. Und dann setzen wir uns gleich irgendwo hin und essen die Wassermelone. Guck mal, wie riesig die ist. Ah, nee, ist eine Honigmelone. Und sieht sehr idyllisch hier aus. Mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Ich bin hier gerade auf diesem Plateau vom Parque Güell. Sieht richtig schön aus. Da wieder die ganze Aussicht. Und wir haben uns hier gerade hingesessen und ein paar Wassermelonen oder Honigmelonen gegessen, die ich gerade gezeigt hatte. Und auf einmal kam so ein Aufseher und meinte, man darf hier nicht essen, das ist verboten. Und da treffe ich gerade Jana. Und lass mal nach da hinten gehen. Guck, komm mit. Und dann haben wir gerade was voll Cooles entdeckt. Und zwar, wenn man hier runter geht. Guckt mal, sieht das nicht mega cool aus? So, einfach so ein riesiger Tunnel. Ich glaube, wir müssen mal fragen, weil ich weiß nicht ganz genau. Und ich finde es hier richtig schön. Da kann man dann hier runtergehen, wo dann wieder tausende Menschen sind. Und mit der Hitze ist es eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Und jetzt habe ich gerade Jana verloren, die ich jetzt nochmal suche. Aber mir gefällt es auf jeden Fall, muss ich sagen. Also hier ist auch ein potenzieller Ort zum Hingehen, wenn ihr mal in Barcelona seid. Hallo aus der Stadt, wir sind gerade hier auf so einer Einkaufsstraße. Ich glaube, es ist der Passei de Gracia, aber ich habe keine Ahnung. Geht einfach so rein. Und wir waren gerade schon in zwei Läden drin, ich war bei Zara. Eigentlich wollte ich ja nicht mehr so viel einkaufen gehen, aber ich habe auch nur drei Teile und das sind auch so Jacken eher für den Winter, dass ich die dann anziehen kann. Was ich sehr praktisch fand, die waren reduziert, was gut ist. Und verbringen jetzt noch ein bisschen Zeit, suchen uns gleich noch ein cooles Café und müssen erst heute Abend wieder zurück. Ich zeige euch immer so im Schwenken alles hier rum. Und mir gefällt das hier. Mich erinnert das ein bisschen, als ich schon mal in Barcelona war. Da hatte ich noch gar keine Videos gemacht, da war es nämlich so ähnlich. Also da war ich hier schon mal und ich werde gleich schon Fahrrad fahren überfahren, deswegen höre ich jetzt mal auf. Ich stelle vor, ein Obstbecher mit Melone, Erdbeere, Kiwi, Papaya, Trauben, ganz viel. Dann ein Papayasaft, frisch gepresst. Und ein Chorizo-Baguette-Brötchen in Mini-Format. Und das werden wir jetzt gleich essen mit einem wunderschönen Ausblick auf den Hafen. Überall sieht man Boote, Boote, Boote. Wir haben uns einen Schattenplatz gesucht, weil wir es in der Sonne sonst nicht überlebt hätten. Und deswegen probiere ich jetzt mal von dem frischen Markt gekauft.
gekaufte Sachen und hoffe, sie schmecken gut. Was ich auch richtig cool finde, sind diese ganzen Künstler, die hier so rumstehen und sich verkleiden, sag ich. Jetzt, da steht so ein Engel, der auf so einem Drachen oder sowas draufsteht. Hier steht eine Frau in hellblau, die sich so ein bisschen nach Gaudi angelehnt hat, weil uns wurde erzählt, dass Gaudi auch immer Frauen gemalt hatte oder Skulpturen, die Schubladen hatten. Dann steht da ganz witzig einfach ein Dinosaurier. Seht ihr das da? Genau da, wo mein Finger ist. Kann man immer mit den Bildern machen. Da hinten steht noch so Galileo. Da vorne steht auch noch mal so ein goldener Engel mit so einem Drachen oder das ist eher so ein Höllenmonster oder sowas. Und es ist richtig cool, weil das irgendwie voll so diesen künstlerischen Flair hat. Und wenn man will, kann man mit den Bildern machen und finde ich irgendwie sau nett, wenn ich ehrlich bin. Also wäre ich ein kleines Kind noch jetzt, würde ich zu denen hinrennen wollen mit den Bildern machen. Auch wenn ich ein bisschen Angst hätte. Zum Beispiel der sieht mega, ja, oder zum Beispiel der sieht mega gruselig einfach aus. Der auch. Seht ihr das da? Da habe ich ja schon mal gezeigt. Richtig gruselig. So ein. Aber da sind auch am wenigsten Kinder. Ja, da sind auch am wenigsten Kinder, weil man vor einem Monster Angst hat. Ist das nicht verständlich? Guckt mal, wer da hinten steht. So ungefähr da. Das ist Jana, weil ich viel schneller war als sie und viel früher war die Ampel drüber gelaufen. Und jetzt muss sie warten. Der Tag des Abfluges ist angekommen. Ich laufe gerade zu meinem Gate, um wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Hiermit beende ich auch in Barcelona das Follow Me Around, den Vlog von hier, dass das alles hier schön hier bleibt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr öfters was sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich, wie gesagt, noch öfters auf Reisen bin. Und dann packe ich jetzt mal die Kamera weg und steige in mein Flugzeug. Also dann bis dann. Adios.